will's mal kurz testen. Ich will zwar auch Munition sparen, aber kurz mal testen gegen den nächsten Gegner, wenn noch ein normaler Gegner kommt. Nein! Ah, oh, ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet, dass wir so eine nochmal sehen. Ich hoffe, das Ding macht dem Viech super viel Schaden und tötet die innerhalb von Sekunden. Ah, Mist. Jetzt hat er nachgeladen, statt auszuweichen. Ich muss echt ein bisschen Abstand gewinnen hier. Schneller, oder? Geht schneller als mit dem anderen Gewehr, glaube ich. Aber ja, die Gegner sind was ganz Besonderes. Esk, dankeschön fürs Followen. Cool, dass du mit dabei bist. Hallo, willkommen. Nee, nee, nochmal. Ich hasse die so. Das geht auf jeden Fall schneller als mit dem anderen Gewehr. Glaube ich zumindest. Vielleicht bilde ich es mir nur ein. Wunschdenken. Wer weiß. Ich mag das Gewehr. Aber wie gesagt, für die normalen Gegner wechsle ich jetzt wieder auf das andere. Weil für die reicht das. Bullseye. Amazing. Yes. Bullseye. Und er findet es auch gut anscheinend. Schau mal, der ist aber jetzt. Was ist mit dem los? Der hält da was aus. Sind das die Elite-Superpolizisten hier jetzt? Tja, gerade sage ich noch, das reicht für die. Hat ja auch gereicht, aber die haben ganz schön was eingesteckt. Hätte ich nicht gedacht. Bling. Jetzt wirklich mehr aus, oder? Naja, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ich hab's ja jetzt wieder. Die Munition meine ich und so. Du bist tot, oder? Ja, ich war mir gerade echt nicht sicher. Aber man hört immer so ein leichtes Klicken, wenn die sterben. Man hört so ein Geräusch, so ein Soundfeedback, damit man weiß, wann die tot sind. Also wahrscheinlich sind sie schon immer tot, aber ihr wisst schon, was ich meine. Oh, Feuer. Das machen die gerne. Das ist so gemein. Ich hasse das, wenn die das machen. Hört doch auf mit eurem blöden... Oh, Feuergewusel. Ich hasse dieses Feuergewusel. Echt super nervig. Geräucherter Lachs liegt da irgendwo im Regal. Wer weiß wie lange. Perfekt, nehmen wir mit. Essen wir nachher. Schieben wir in unsere Hosentasche, weil jetzt ist es auch schon wurscht. Sehr viel unhygienischer wird's nicht mehr. Köstlich. Was haben wir hier? Verbandskasten. Ah, super. Kann ich gleich einen benutzen, einen kleinen. Kleines Pflaster. Ich habe manchmal das Gefühl, der kleine Verbandskasten und der mittlere heilen ungefähr gleich. Ich glaube, da gibt es keinen so großen Unterschied wie in anderen Spielen. Amazing. Okay.
Schokolade! Die nehmen wir natürlich mit für später. Die kommen dann in den Kasten. Als Belohnung, wenn wir hier durch sind. Und Wölferpatronen. Zwölferprojektile. Und noch ein kleiner Verbandskasten. Ja, okay, klar. Ein bisschen Lebensenergie fehlt uns noch. Den nehmen wir. Noch irgendwo ein Pflaster draufgeklebt. Auf irgendeine Geister-Zombie-Wunde oder so. Wahrscheinlich auf die Seele. Oh, oh. Ich habe immer Angst, wenn ich den sehe. Ich meine immer, jetzt kommt wieder gleich ein Quicktime-Event und ich bin tot. Aber diesmal nicht. Ich mache immer die Ausweichrolle, aber irgendwie ins Nichts, oder? Also zumindest, ne, weiche ich nicht wirklich aus, sondern... Ich komme, Raincoat Killer. Der Spaß ist vorbei. Der Jäger wird zum Gejagten. Also in gewisser Weise habe ich dich schon immer gejagt, aber jetzt so richtig. Die zögern hier das Ende aber ganz schön raus noch, oder? Meine Güte. Setzen wir hier der Legende ein Ende. Das ist jetzt das zweite Mal, dass wir den stellen wollen und dann heißt's, okay, jetzt geht's Richtung Finale. Und dann kommt wieder ewig lang Dungeon und dann heißt's, okay, aber jetzt geht's wirklich Richtung Finale. Und dann mache ich die Tür auf und dann sind da schon wieder Gegner. Was soll denn das? Wann geht's denn jetzt mal Richtung Finale, Mensch? Wo ist Emilys Tisch? Wieso ist Emilys Tisch hier? Emilys Bagel Sandwich. Oh, das sieht echt eklig aus. Das ist witzig. Hi, Desert Dragon. Du kommst gerade rechtzeitig zum Finale, das ganz schön hinausgezögert wird von dem Spiel gerade. Aber gut. Vom letzten Kampf muss natürlich noch. Halt, müssen noch mal alle Register gezogen werden. Great. Bullseye. Great. Amazing. A shot. A shot. Das ist wirklich so mächtig, weil der mit dem Auto-Aim eben immer in den Schritt zielt, aus irgendeinem komischen Grund. Und der zweite Schuss, wenn man immer wieder nur kurz so Feuerstöße macht, trifft immer den Kopf. Das ist immer so Schrittkopf, Schrittkopf. Und so kann man sich super schnell töten, weil der Rückstoß perfekt passt für Headshots. Das ist so cheesy. Und es funktioniert so gut. Also es kommt auf die Entfernung der Gegner an. Wenn sie zu nah dran sind, geht's nicht mehr. Aber meistens geht's. Das Garagentor schließt sich. Das Garagentor zur Hölle. Hallo? Oh, oh! Ach, Gemeinheit. Also wirklich. Yes. Ah, gehen wir mal ein bisschen näher ran, dass der andere nicht schießen kann. Ja. Yes. Yes. Bullseye. Bullseye. Kurz nachladen. Okay, weiter geht's. Oh, hoffen wir wieder kurz, bis er geschossen hat. Ja. Bullseye. Yes. Bullseye. 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 Wie viele kommen denn hier noch? Bullseye. Bullseye. A shot. Great.
Es ist schon bizarr irgendwo, ne? Dass das so Monster sind, die mich attackieren und auf mich losgehen. Und dann sagen sie, let me go, I don't want to die. Das ist so absolut untypisch und konträr für so Monster. Die sollten mir drohen und schlimme Sachen schreien und was weiß ich was. Aber die betteln um ihr nicht mehr vorhandenes Leben. Und das macht es irgendwie echt creepy, finde ich. Weil das ist irgendwie falsch. Noch ein Garagentür. Tür. Jetzt sind wir in der Hölle der Hölle. Wie viel Zirkel gibt's in der Hölle? 7, 9. Aha! Nein, ich hab B gedrückt. Ah, bin ich blöd. Aber wir haben noch eine Chance. Wir haben noch eine Chance. Okay, kein Problem. Inzwischen bin ich es gewöhnt, dass ich bei den Quicktimes-Events scheitere und dann ganz schnell den linken Stick wobbeln muss. Na schau, alles gut. Nix passiert. Aber was jetzt? Ah, die Zelle ist nicht zugewachsen. Okay, das ist neu auf jeden Fall. Das ist anders. Munition? Ah, für die Waffe, die wir gerade gekauft haben. Na, guck. Ich glaube, die Magnum wäre schon eine gute Bosswaffe gewesen. Wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Aber unser neues Maschinengewehr muss reichen. Schauen wir mal, was uns das Spiel hier noch so mit auf den Weg gibt. Nichts mehr, anscheinend. Okay. Na, komm. Diese kleinen Boxen. $5 geben sie mir noch mit. Na, warum nicht? Das sieht komisch aus. Ach, eine Schaufel. Die kann ich wieder nicht nehmen. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe viel zu selten Nahkampfwaffen benutzt einfach. Das war das Problem. Deswegen konnte ich nie das Katana kaufen, das ich mir immer so gewünscht habe. Weil immer mein Inventar voller Nahkampfwaffen war, die ich nicht benutzt habe. Ein normales Heilpäckchen. Perfekt. Können wir uns nämlich nochmal vollständig heilen und trotzdem mit dem Inventar voller Heilgegenstände zum Boss gehen. Eine Spitzhacke! Ich spiele zurzeit mit ein paar Freunden wieder Minecraft auf dem Server. Das ist schon ziemlich cool. Wir haben das Tekkit Classic Mod Pack mit Quarries und Alchemie und ganz viel verrückten Scheiß. Das ist schon... Es ist immer wieder lustig. Immer wieder schön. Minecraft wird einfach nie alt. Also dank Mods. Die Hölle hat 10 Kreise. 10 Kreise. Ah ja, danke. Erinnere, sind nur die äußeren Kreise heiß, aber in der Mitte, in den inneren Kreisen, wo die richtig, richtig schlimmen Leute landen, da wird es immer kälter und kälter, weil dann alle zusammen gefrieren und so Zeugs, glaube ich. Irgendwie so ist das bei Dantes Inferno.
Truthahn-Sandwich. Hat er mir noch ein Glas Milch und ein Truthahn-Sandwich hingestellt. Vom Schluss. Und speichern wir. Und wisst ihr was? Genau. Wir ziehen uns jetzt nochmal um. Wir ziehen uns jetzt einen Bosskiller-Anzug an. Kirschblüten. Oh yeah. Und wir rasieren uns nochmal für das große Ende. Ich habe mich kein einziges Mal rasiert im Spiel. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn er einen Bart hat. Aber jetzt rasieren wir uns. Für das große Finale. So, in Schale geworfen, frisch rasiert, die neu gekaufte Waffe ausgepackt. Sind wir müde? Wollen wir uns nochmal kurz aufs Ohr hauen? Jörg, was sagst du? Ne, der ist topfit, ist ja klar. Adrenalin, der ist gehypt. Los geht's! Agent Francis York Morgan. Ah, I finally got to see the real Greenvale. I knew you country folk were shy. It took you long enough to show me who you really are. York, this is a wonderful and powerful town. Especially when it is raining. I always get depressed when it rains. Especially in this town. This town has two great treasures. Do you know what they are, York? Those seeds are one of them. But I don't think they deserve to be called a treasure. An ordinary man could never appreciate their true value. But you'll agree with my selection on the second treasure, anyway. I don't disagree with treasure number two. Emily sparkles like a precious gem. This town changed since she came here. The goddess from the city gave us the fruit of knowledge and gave us sin. When I first saw her, I realized I was such a fool. A fool for being satisfied by the petty girls from this countryside town. George, I agree you were a fool, and you are a fool, even now. Shut it, York! You're the fool here. Becky, Diane, and Carol. They all died right in front of you. You couldn't save even one of them. Not even one! You're the worthless fool here, and that's what proves it. But me, unlike you, I am strong. I have power. My mother taught me the strong, who can overpower others, is always correct and right. My mother stepped on my face with her stiletto heels because she had power. The heel pierced my cheek. I learned to respect her. Since then, I obtained power of my own and found my own disciples. I became divine. All I need now is that goddess of fate and grab her with my hands. I want Emily in her stiletto heels. You're out of your mind. The goddess won't smile for you anymore, George. York, have you ever shot down a deer? Oh, it's so different from shooting a man. Deer hunting is great. They can be erotic creatures. Those black eyes, firm hips, slender legs. Hunting is a sign of power, especially deer hunting. Did you know, York? From time to time, there's a family of deer that comes down to the graveyard. Und dann rede ich ganz leise. Bullets.
First, I thought they were zombies, but when I snuck up on one, cut its stomach out, I found the truth. The red seeds. Those seeds made those deer invincible. George, no Olympics for you. You'll fail the doping test. You'd be good food for wild animals, though. Shut your crap, York. I have these seeds because I chose them. They came to me, and that proves my divinity. Aber für die Haut sind die roten Samen scheinbar nicht so gut. You got that all wrong, George. That's the mark of child abuse. Aber diese wasserfesten Zigaretten sind schon toll. That's no use, York. Carol's death gave me eternal strength. Hey, Nadie, hallo. It's surging through my body. I can no longer be killed. York, aren't you honored? You'll be the first to congratulate me for my new powers. Yeah. Okay, er ist wirklich kugelsicher. Wahrscheinlich muss ich das Leuchtende, ne, auf seinem Rücken. Ja, genau. Das ist ja nicht unser erstes Videospiel. Wenn irgendwas leuchtet am Boss, dann wissen wir Bescheid. Ah, dammit. Und habt ihr seine Energieleiste gesehen? Ich habe ein paar Mal getroffen und er war so gut wie tot. Oh Gott, ich habe zum Glück... Es ist kein One-Hit-Kill, was der macht. Bitte aufstehen, schnell. Okay. Heilung. Klebt ihr ein Pflaster auf die Axtwunde und weiter geht's. Komm schon, noch ein bisschen. Bleib mal kurz nach. So. You think you're so clever? I've got plenty more. Ende der Runde 1. Getting Anna and Becky involved was all too easy. Carol and Thomas built a secret club for me. All we had to do was tell them about it, and they were giddy to join us immediately. That's where I used the seeds on Anna and Becky. Amazing results, let me tell you. They went berserk, like cats in heat. Anna, especially, enjoyed the seeds. So I made my decision. She would be the first sacrifice for my immortality. George, your poetic prose is a bit confusing. Let me reword this so it makes sense. You chose Anna as your first victim, so you could be a first-degree murderer.
And you framed Thomas so it looked like he did it. You saw him, didn't you? All made up. The poor fellow. He knew that he was only being treated as a substitute for Emily. He knew that. And Carol knew too. But they played along with your sick games. Oh my, you're making me cry. He's the one who told me about the Raincoat Killer. About how to become divine, too. He didn't believe any of it, but when he told me, it all made sense. Why was I born in such a run-down dump? Why did my mother beat me every day? Why didn't Emily want me? All these things were just preparing me for something more. Ultimate power! Ah! Uh-oh, it's gonna angry. I don't like him when he's angry. Whoa, Super Saiyan Jim George! Super Saiyan George! With an imagination like that, you belong in the zoo. Hollywood Zoo. Seine Axt ist auch gewachsen. Nein! Aber die Strategie hat sich nicht verändert. Ich meine, im Endeffekt kann man hier auch wieder sehr schön eben die Frage stellen, was echt ist und was nicht. Im Endeffekt wissen wir, dass die Regierung Experimente gemacht hat. Wir haben hier irgendein Gas versprüht in dieser kleinen Stadt, was zu Massenhysterie und Wahnsinn und Massenmord geführt hat. Und scheinbar wachsen deswegen jetzt hier diese seltsamen Bäume mit den roten Samen. Und immer wenn es regnet, drehen die Leute durch. So viel kann man im Grunde sagen. Das ist echt. Aber alles andere könnte eben nur ein Symptom dieses Gases, dieser Experimente sein. Dieser Nebel, der beim Regen aufsteigt und diese roten Samen, die offensichtlich wirklich eine psychedelische Wirkung haben und so weiter. George meint vielleicht, dass er wirklich ein krasser Supermonsterkerl ist und wir sehen es vielleicht auch, weil es gerade regnet. Aber im Endeffekt ist er vielleicht einfach nur Good Old George. Wir wissen es nicht, oder? Er ist wirklich zum Hulk geworden. Es ist alles möglich. Na, leider ist es gerade unmöglich, seinen blöden Rücken zu treffen, Mann. Ah, dammit. Jetzt komm, mach noch mal so einen Sturmangriff auf mich. Das wäre doch was, oder George? Wäre das nicht toll? Let's set this book. Why? Let's settle. Oh. Wow, okay. Hat zum Glück nicht so viel abgezogen. Aber wir sollten echt aufstehen und laufen. Okay, das war knapp. Oh Gott. Ich glaube, ich klebe mir lieber schnell ein Pflaster drauf. Also irgendwie hat der mich in Runde 1 an einen der Village People erinnert. Das stimmt. Das kommt hin. George, du bist nervig. Jetzt komm, genau. Und jetzt hau in die Luft, als würde ich da stehen.
Ah, ich hätte hauen sollen. Mist. Ah. Nein. Komm schon, George. Seid bitte kooperativ. Ah, schön. Na endlich. Why? Oh, da kommt noch eine Stufe. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird er zum Super George Gordo. I didn't do anything bad. Why? Why are you doing this to me? It wasn't me. I didn't do anything. I know I did apologize for my honor, didn't I? I know I didn't reveal, but still. I didn't do anything wrong. You know who it was. He's the one who put me into all this. Dum dum dum. He's the one that gave me the wonderful present. And it filled me with confidence. And that was when I realized. I realized that I am blessed. York, no, you haven't. Right to hold on to it. You mean this? Why are you so concerned about this locket? I told you I'm the chosen one. Only the chosen one can own that locket. Dann bin wahrscheinlich ich der Chosen One in Wirklichkeit, oder? That's what you told me. I am special. I am. Na gut, Runde 3. Du hast gar keine Energieleiste mehr, George. Ich weiß gar nicht, was du willst. I am the Chosen One. You puny punk. I am the Chosen One. Soll ich mal auf seine Äxte schießen vielleicht oder so? Die ultra langsamen Äxte. Oh ja, da ist was passiert. Auf die Axt schießen war gut, glaube ich. Oder ist jetzt alles explodiert? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall einen roten Monster-Ladebildschirm. I'm divine! No. You're a first-degree murderer. And I'm a federal agent. George, of course you're going to lose. That's it. Tja, der Trip ist vorbei. Aber wurde der jetzt ernsthaft vom Blitz getroffen? Anscheinend, oder? Oder war der vorher schon so verbrannt und sein Schatten sieht aus wie ein Baum? Und so schließt sich der Kreis.